In der letzten Folge von Hearts of Iron 4 haben wir in kürzester Zeit tatsächlich Frankreich, Polen, Dänemark, Belgien und Luxemburg und Jugoslawien besiegt. Und damit quasi den Zweiten Weltkrieg schon beendet haben. Allerdings ist mir was aufgefallen, etwas, was mir nicht gefällt. Und zwar, wenn man hier auf Großbritannien geht, dann sehen wir, dass die tatsächlich mit unserem Bündnis im Krieg sind. Das heißt Italien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Und das mag ich nicht. Ich will nicht, dass dieser Krieg bei uns drin ist. Deshalb ist Italien ist raus. Bulgarien ist raus. Rumänien und Ungarn sind ebenfalls raus. So. Ganz einfach. Kick from faction. So. Und Kanada ist auch raus. Ah, die können wir gar nicht. Wieso können wir die nicht? Nicht vor dem 6. November. So, Kick from Faction. So. Das ist jetzt wunderbar, dass Bulgarien hier noch die Entscheidung getroffen hat, die Alliierten beizutreten. Müssen wir sowieso irgendwann mal bekämpfen. Aber das machen wir dann von hier unten. Wir haben hier unten ja eine schöne Kolonie. Nee, wir kämpfen nicht gegen Großbritannien. Da habe ich grundsätzlich erstmal kein Bedürfnis nach. Wir müssen sowieso unser Militär jetzt erstmal in dem Sinne aufrüsten und aufbauen. Nee, weil das ist alles nichts für uns. Es ist egal, not enough manpower equal to fulfill. Okay. Haben wir hier noch neues militaristisches Zeug? Machen wir hier gleich Long Range Raiding, High Speed Raiding. Lul. Ja, moin, Diggi. Vehicle mounted capable improved rifle recoil. Junge, wie viel haben wir, Alter? Das ist ja mal richtig geil. Aber wir haben hier 6 Trade Points. So, ist mir jetzt auch egal. Kommen wir jetzt noch extra. Die ganze Zeit diese Sachen hier verpennt. So.
Unsere Marine, die wir haben, ist nicht allzu groß. Gut. Jetzt fangen wir langsam an, ein bisschen mit der Sowjetunion zu handeln, ja. Ein bisschen denen in den Arsch kriechen, bevor wir die wieder angreifen. Okay, die sind viel zu weit. Amphibious brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier auf Medium Tank, hier auf 1940 Medium. Und wenn wir die haben, dann wäre das witzig, wenn man so rein aus der Theorie wenn wir. Ich habe gesagt, wir sorgen dafür. Okay, warte, Ching Chai, das ist hier dieses hier. Die sind im Krieg mit. Ja, nein, natürlich nicht, Alter. Wenn wir die hier besiegen können, so. Die gehen hier nach unten. Dann können wir vielleicht unsere, wie heißt es, Relationship mit Großbritannien irgendwann doch noch bekommen. Non-Aggression Pact, das nehme ich sehr gerne an. Wieso geht es nicht? Ein Truth. With them. Neunundzwanzigster Dezember 1940. Natürlich call ich da meine Alliierten rein. Das sollte für Italien eine Lektion sein. Und das heißt für mich einfach eine neue Marionette, die ich sehr gerne hätte. Embargo bei Südafrika, Digga, das hat mich noch nie gejuckt. Und die Sowjetunion unterzeichnet den Pakt. Gehen wir natürlich direkt rüber zum Molotow-Ribbentrop-Pakt. Was haben wir hier noch wieder für schön Neues? Jawohl. Wenn wir jetzt dann langsam anfangen, ja, die dürfen spionieren, ist mir scheißegal. Seems everyone has pushed similar far as a result of bad climate operation. Everyone has now fallen ill. Until he gets well, he will probably not perform. Rommel ist, okay. We find ourselves in control of Italian fighters alongside Italian Ally. Natürlich.
Sind die eine Marionette von uns? Ein Reichsprotektorat. Gefällt mir ganz gut. Hier geht es um den Marsch nach Rom. Es muss ein Deutscher sein. Und es ist ein Deutscher. Wir nehmen natürlich. Ah. Gut, alles hier. Ich als Deutsche 3, ich nehme natürlich die Kolonie. Großbritannien bekommt einen Scheiß. Bin ich ganz ehrlich. Hier ist diese eine Sache. Ist hier irgendwas? Mal, wo ist hier nochmal? Hier. Regno del Sol. So. Gehört jetzt mir. German Italy. Gehört jetzt auch mir. Ich übernehme mir. Ich erobere das Land zurück, das mir gehört. Ja, ja, jetzt klinge ich schon wieder fast wie der Adi. Als nächstes Ziel. Es sieht absolut gar nicht gut aus. Das gefällt mir null. Ist ganz, ganz böse. Okay. Da geht also unsere Vorbereitung auf den Krieg gegen Russland. Wir haben absolut, wir werden absolut gerade gefickt. Absolut scheiße ist das. Wir werden einfach. Aber die sind natürlich nicht mit unseren. Oh, Hab ich einen Fehler gemacht dann? War Ungarn. Ja, die haben ja nicht mal eine Sache mit denen.
Nee, man verliert Land. Wir verlieren Land. Was wurde gelandet? Fuck. Ich hab dann auch noch nie mal was gemacht. Das ist nicht mal meine Schuld. Oh, scheiße, wir können nichts dagegen machen. Oh mein Gott. Wir haben keine Möglichkeit. Oh mein fucking Gott. Das ist ganz, ganz böse. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Die sind alle zusammen. Oh mein. Oh nein, stimmt. Da gibt's ja auch noch. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir laden nochmal zurück zum Anfang des Parts, ja. So, was wir jetzt machen, ist einfach, wir tun die Leute schon hier an unsere Front. Und wir machen schon mal. Wir warten jetzt hier, bis das Medium Tanks hier Basic Medium Tanks sind. Und hoffen, dass wir stimmt, dich müssen wir noch kicken. Das ist eine Scheiße, Digga. Ja,
Ach so. Warum machen wir hier vielleicht zwei weniger und hier eine weniger? Damit haben wir schon mal Panzer, damit können wir endlich dann demnächst mal anfangen mit Panzerdivisionen. Müssen wir einfach hoffen, dass wir es lange genug die Sachen abwehren können. Man sieht, dort bewegen sich Leute. Die machen sich auf den Krieg bereit. Jetzt ist es jemand anders, der krank wird. Wählen wir nicht, was ist ein kommunistischer Staat und wir sind faschistisch. Wie denken die über uns? Die denken eigentlich positiv über uns. Ich verstehe nicht. Aber wir können hier einen Nicht-Aggressionspakt. Schließen. Aber jetzt hat er gerade ja gesagt. Sie haben tatsächlich ein Kriegsziel gegen uns. Das war also ein Fokus, den sie gehabt haben. Ich glaube, wir haben uns gerade so noch ein bisschen Zeit verschaffen. Also hier mit Griechenland kommen wir fertig. Da denke ich schon. Also wir können es auf jeden Fall abhalten und hier wird einfach... Wird einfach böse. Aber mal schauen. Bin ich höchst gespannt. Ich hätte gern eine Zwischenkriegszeit gehabt, wo ich mein Land etwas besser aufbauen kann, aber es wird nicht möglich sein. Und das sieht einfach nicht aus nach einem Krieg, den ich so einfach mal gewinnen kann.
es ist ganz, ganz böse. Es ist einfach blöd. Es ist einfach unheimlich blöd. Gut, extra Research Slot. Der bringt uns zwar jetzt gerade im Moment absolut gar nichts. Aber hoffentlich hilft es uns ein wenig. Gut, wir sind 41. Ist wirklich wegen Polen eigentlich und weil es uns gehört. Ah, fuck. Die können wir halt nicht abandonen. Können sie nicht freilassen oder so. Geht leider nicht. Sie müssen nur mit mir sprechen, dann dürfen sie Polen haben. Das stört mich nicht. Nehmt nur, aber lasst mich im Frieden. Ich bin noch nicht bereit für den Krieg. Das ist halt ein Alliierter von denen anstatt von mir. Ja, und dort können wir vielleicht schon eine 42er Waffe erstellen. Für Panzer mit Medium Panzer haben wir. Immer auf 20. Ah, man geht auf 15 runter. Braucht es auch gleich viel weniger, aber immer noch zu wenig. So, einen noch. Gut. Kann ich den hier nach oben tun, oder? Oh, die sind etwas wichtiger. Kann man traden eigentlich? Keine. Aber nur 55. Haben die zwar ein Kriegsziel gegen uns, aber die liefern uns trotzdem. Also ist auch blöd.
So. So können wir, glaube ich, ein bisschen. So halten wir es, glaube ich, gerade ein wenig hinter uns. Die haben dort Krieg gegeneinander. Scheiße, die werden auch immer mächtiger. Ich hoffe, dass die stärker sind. Ey, wenn die jetzt den Krieg hier ihr Militär abziehen, die ziehen tatsächlich gerade ihr Militär hier ab. Ich glaube, das an sich wäre das. Oh, meine Güte. Aber die Alliierten sind. Okay. Wenn die jetzt auch noch uns den Krieg erklären, haben die auf alle Fronten Krieg. Okay. Ich glaube, wir sind safe. Ich glaube, wir sind so ziemlich safe, wenn ich hier sage. Wir können sogar für Military Access werden. Ich sage. Am 3. März erst. Okay. Also wir haben auf jeden Fall bis zum 3. März haben wir Frieden. Okay, dieser Krieg wird ganz, ganz böse. Dieser Krieg wird ganz, ganz böse. Das sehe ich schon kommen. Gut, und Ungarn wahrscheinlich dann auch. Das ist super. Das, die können wir dann nachher besiegen. Darum geht es ja mir gar nicht. Wenn wir es schaffen, am 3. März diesen Friedensvertrag zu brechen, und sie uns den Krieg erklären, dann können wir ja quasi wie Militär erlauben von denen und dann machen wir gemeinsam den hier, weißt? Also ich glaube, wir können das. Ich glaube, wir sind jetzt, wenn ich das so überlege, sowohl die Sowjetunion. Das ist gerade, glaube ich, noch ein Status Quo. Die sind halt auch im Krieg mit Großbritannien. Die will ich nicht in meinem Team haben. Aber die sind jetzt safe im Kommentaren, oder nicht? Ne, sind die nicht. Dort kommen sie nicht viel weiter. Das ist so geil. Okay. Das ist ganz böse. Na, wir haben hier die neue MP.
Gut, das heißt, unsere Front hat hier ein Riesenproblem. Ist alles in Ordnung. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass hier die Toad Artillery. Ja, nicht nur diese Artillerie, sondern ja, die Artillerie, dass das. Wirklich, tun wir hier hinten, werden tun wir unsere Militäre. Hier tun wir unsere militäre, oh, wie heißt das? Militaristische Industrie aufbauen. Okay, dort findet die erste La finden die ersten Landungen statt. Angetreten. Super, hier neue Panzer. Gut. Wo tun wir sie? Die tun wir hier. Hier kommen die krasseste Armee, so. Hier fehlt es nur an Medium Tanks. Okay, das ist super. Solange sich das ein wenig. Solange das einfach baut, das geht ja jetzt ziemlich schnell. Kann man sehr schnell Waffen aufbauen. Und mit schneller Waffeaufbau ist auch gleichzusetzen. Schnellerer Armeeaufbau bedeutet, wir gewinnen. Die haben ja ganz wenig Divisionen. Das ist ja also.
Die haben ja die Divisionen überall verteilt. Das bedeutet. Gut. Entschuldigung. Hoffentlich heißt das nicht, dass die jetzt auch noch mit uns in den Krieg sind, weil dann ist das vorbei. Dann ist Leben vorbei. Die Mission hier unten wäre eigentlich versucht, Griechenland zu erobern. Während die Mission hier eigentlich wäre versucht, Moskau und Stalingrad zu erreichen. Wir befinden uns hier schon weit im Voraus. 42 ist, wie sind es denn 42, oder? Also sind schon 44, 43, ja. Okay, dann in dem Fall Cancel Non-Aggression Pact. Sie dürfen uns den Krieg erklären, machen sie aber nicht. Dann machen wir es. Part 3. Und sie können erklären, sie können uns den Krieg erklären, dann muss ich es nicht machen. Nein, ich werde nicht in euren Krieg mit einmischen. Naja, solange die nicht heißen, dass... Ah, ja gut, mit dem bin ich schon im Krieg. Natürlich darf Schweden durch meine Territorien durch. Ja, natürlich dürfen die das... Oh, wir sind im Krieg. Im Krieg sind wir, gut.
Oh ja, ich muss vielleicht. Wir gewinnen Land. Also wie. Ich wollte nur sagen, dass sie. Gut. Dänemark kann sich am Arsch lecken. So muss das sein. Unten haben wir weniger Erfolg. Ich glaube, hier unten lassen wir. Aber hier oben sind wir, glaube ich, gerade gut. So. Hier unten verlieren wir Land. Hoffen wir doch einfach mal, dass die Scheiße hier funktioniert. Dass unsere Armee stärker ist. Ja, alle sind hier verwundet. Gut, tun wir das einfach mal so, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Jeder, der will, darf seine Militär hier durchjagen. Das finde ich schön. Die Sowjetunion wird stärker langsam. Ah, es ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Es ist schlecht, Mann. Wieso funktioniert es nicht?
Hilft aber auch nicht. Man hat hier in Rumänien ein wenig was befreit. Wie sieht das hier unten aus? Richtig scheiße. Glaubt, der Krieg ist verloren, aber wir geben nicht auf, nicht bis zum letzten Mann. Es bleibt auch gleich, habe ich das Gefühl. Die können nicht viel weiter, aber wir kommen auch nicht viel weiter. Und einen Krieg auf lange Zeit gewinnen die auf jeden Fall. Weil das ist auch wieder, die sind da nicht im Krieg. Ist der hier, dort sind die auch nochmal, aber das ist dann, also insgesamt haben wir schon mehr Manpower, alle die gegen die Sowjetunion kämpfen. Aber die sind so unkonzentriert, also verteilt. Da hat es keine Chance für uns. Das ist, wenn wir einfach mal ganz bold sind, die Armee jetzt komplett neu zusammenwürfeln. Ich mache jetzt erstmal so. Ist da ja, scheint ja alles grün zu sein, aber das ist natürlich nie der Fall. Was ist alles defensiv? In der Defensive ist alles grün, aber in der Offensive ist alles rot. Also in der Offensive meine ich. Jetzt weiß ich nicht, was ich vorhin gesagt habe. Aber wenn ich jetzt hier mache, ist alles rot. Ist das hier unten oder was? Naja. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Krieg endet, dann müsst ihr in der nächsten Episode sehen. Und das seht ihr irgendwann, ich weiß noch nicht genau wann, wahrscheinlich morgen.
Mal gucken, ob wir die Sache noch retten können. Wenn ja, dann wäre das super. Wenn nein, dann war es das wohl das Ende. Aber ich würde auch sagen, das sehen wir im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Hey!